Mercedes-Benz 230 SL. Neuer Glanzpunkt einer langen sportlichen Tradition. Ein Wagen, der neue, eigenwillige Stilistik mit ausgereifter Technik vereint. Beginnen wir mit der Technik und geben wir Karl Kling Gelegenheit, ihre Vorzüge im Laufe des Films zu demonstrieren. Hier das sichere Fundament des 230 SL, die Rahmenbodenanlage. Im Prinzip von den Limousinen übernommen und verstärkt. Eine sehr stabile, verwindungssteife Konstruktion, die zusätzlich mit der Karosserie zu einer gemeinsam tragenden Einheit verschweißt wird. Damit erreicht man eine besonders hohe Gestaltfestigkeit des gesamten Wagenkörpers, vor allem des Mittelteils. Die Wagenunterseite ist mit einer Kunststoffmasse zum Schutz gegen Korrosion und Steinschlag überzogen. Ein schnelles Fahrwerk erfordert hohen konstruktiven Aufwand. Vorn die unabhängige Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern. Schraubenfedern mit weit außen angreifenden Stoßdämpfern. Querstabilisator. Hinten die rennerprobte Eingelenk-Pendelachse mit Ausgleichsfeder. Auch hier Schraubenfedern und weit außen angreifende Stoßdämpfer. Hervorragende Straßenhaltung, erreicht durch Trennung von Radführung und Federung, langen Radstand und sehr breite Spur. Auch in scharf gefahrenen Kurven außerordentliche Bodenhaftung und nur geringe Seitenneigung. Weder über- noch untersteuern. Nicht zuletzt ein Verdienst der stabilisierenden Ausgleichsfeder über der Hinterachse. Der tiefgelegte Drehpunkt liegt in der Mitte. Die Räder greifen an langen Hebelarmen an. Dadurch geringe Sturz- und Spuränderung. Sportliche Straßenlage. Trotzdem komfortable Federung. Durch unabhängige Radaufhängung werden die ungefederten Massen verringert. Fahrbahnstöße werden somit weitgehend vom Wagenkörper ferngehalten. Das Bremssystem entspricht den hohen Fahrleistungen. Vorn Scheibenbremsen, da hier die höchsten Bremsbelastungen auftreten. Hinten Trommelbremsen mit Turbokühlung. Beide Bremskreisläufe voneinander getrennt, um noch höhere Sicherheitsreserven zu bieten. Für leichte Bedienung Bremskraftverstärker. Und so sieht das in der Praxis aus. Verzögerungswerte bis nahe an die physikalische Grenze. Kein Ausbrechen des Wagens. Kein Blockieren. Kein Fading. Kein Fahrzeug sollte schneller sein als seine Bremsen. Besonders nicht Sportwagen mit hoher Leistung. Denn die hat der 230 SL. Durch den 6-Zylinder-Sportmotor mit intermittierender Benzineinspritzung. Ähnlich den 220 SE-Motoren, aber mit 150 Pferdestärken. Erreicht durch geänderte Einspritzung, Nockenwelle und Ventile. Außerdem höhere Verdichtung. Hohes Drehmoment in allen Drehzahlbereichen. Und niedriges Leistungsgewicht. Das bedeutet sportliche Kraft. Für schnelle Starts. Hohe Reisegeschwindigkeiten. Rasante Zwischensports. Aber auch hohe Elastizität, um dem Wagen Großstadtverkehr und Kolonnenkriechtempo zuzumuten. Leistungen, die nur durch günstige Getriebeabstufungen zu erreichen sind. Das Getriebe des 230 SL voll zwangssynchronisiert. Vier Gänge mit Handschaltung oder auf Sonderwunsch mit sportlicher Automatik. Erster, zweiter, dritter, vierter.
Gangwechsel, wie es sich für sportliches, schaltfreudiges Fahren gehört, durch Mittelschaltung. Handlich, leichtgängig, blitzschnell. Auch beim automatischen Getriebe liegt der Wellhebel auf dem Tunnel. Ebenfalls lang bewährt die Kugel-Umlauflenkung. Auf Sonderwunsch mit Servounterstützung. Sehr leicht zu bedienen. Sehr präzise. Sehr ruhig in der Hand. Bereits von der Technik her also die besten Voraussetzungen, um sehr hohen Ansprüchen in jeder Beziehung gerecht zu werden. Das gleiche hohe Niveau wurde von den Konstrukteuren in Stil und Ausstattung angestrebt und erreicht. Optimale Raumausnutzung. Innen viel Platz für zwei Personen, im Heck und Fond reichlich Kofferraum. Gleichzeitig aber sehr günstige Außenmaße. Also wenig Parkfläche und große Wendigkeit im Verkehr. Für entspanntes, ermüdungsfreies Fahren, auch auf langen Strecken, weit verstellbare Sitze, für jede Körpergröße, für richtige Sitzhaltung. Trotz niedriger Wagenhöhe sind Ein- und Ausstieg ungewöhnlich bequem. Ein Vorteil der hochgezogenen Dachkanten. Ein zweiter wichtiger Vorteil dieser Dachgestaltung. Außerordentlich gute Sicht nach oben, ohne Veränderung der Sitzhaltung. Auch nach den Seiten, große Blickwinkel. Hier wirkt sich besonders günstig auch die niedrige Gürtellinie des Wagens aus. Bei fallenden Dachkanten wären die Sichtwinkel so groß. Die pagodenähnliche Dachgestaltung ist also nicht stilistischer Selbstzweck, sondern rein funktionell bedingt. Wer aber bei schönem Wetter die Roadster-Version vorzieht, nichts leichter als das. Nur vier Knebel lösen. Und schon lässt sich das Coupé-Dach abnehmen. Noch sportlicher und natürlich noch bessere Sicht. Der Wagen für sonnige Tage. Aber auch für Regenwetter. Unter dieser Abdeckung verborgen liegt das Faltverdeck. Auch bei aufgesetztem Coupé-Dach. Die neue Lösung eines alten Problems. Sehr elegant und praktisch. Das Verdeck hochklappen, spielend leicht. Zwei Knebel befestigen, schon hat man ein dichtes Dach über sich. Ebenfalls mit ausgezeichneten Sichtverhältnissen. Umgekehrt geht's genauso bequem. Knebel lösen. Verdeck einklappen. Versenken. Abdeckung zu. Das wär's. Bequem lässt sich auch das Urlaubsgepäck unterbringen. Dieser Koffersatz passt in den Heckkofferraum. Für einen Sportwagen beachtlich. Noch mehr Gepäck? Dann ist noch genügend Platz hinter den Sitzen vorhanden. Das hier sind die Sitze für Fahrer und Begleiter, handgearbeitet und außerordentlich gut belüftet. Durch Perforation der Leder- oder MBTEX-Bezüge und durch Belüftungsschlitze in der Rückseite der Lehnen. Für sportliches Fahren konstruiert, mit festem seitlichem Halt, auch bei schneller Kurvenfahrt. Überhaupt wurde der Lüftung und Heizung besondere Sorgfalt gewidmet. Ein neu entwickeltes System mit Zusatzgebläse, das durch Mischung von Kalt- und Warmluft arbeitet und dadurch sofort auf feinste Regulierung anspricht. Fahrer und Begleiter können sich sogar unterschiedliche Temperaturen schaffen. Diese Öffnungen dienen einer zusätzlichen Innenraumkühlung. Durch Verstellung der Lamellen lässt sich die direkt einströmende Frischluft beliebig lenken. Die permanente Entlüftung erfolgt beim Coupé durch den Rahmen der Heckscheibe. Da für hohen Luftdurchsatz gesorgt ist, kann beim 230 SL auf die B- und Entlüftung durch Ausstellfenster verzichtet werden.
Blinken. Signale mit der Lichthupe. Scheibenwascher und Wischer betätigen. Alles mit diesem Hebel. Die linke Hand bleibt stets dicht am Lenkrad. Handlicher geht's nicht mehr. Beim 230 SL wurde, wie in allen Mercedes-Benz-Modellen, auch auf innere Sicherheit besondere Sorgfalt verwandt. Elastische Knöpfe und Hebel. Wirksame Polsterungen. Stoßnachgiebiger Innenspiegel. Alles durchdachte Maßnahmen zum Schutze der Insassen. Viel, sehr viel haben die Konstrukteure dem 230 SL auf den Weg gegeben. Denn das Erbe einer langen sportlichen Tradition anzutreten, heißt besonders hohen Erwartungen zu begegnen.